Von dem gruseligen Aokigahara-Wald in Japan, auch Selbstmordwald genannt, haben viele schon einmal gehört. Ebenfalls viel gehört hat man schon über das Bermuda-Dreieck, wo beispielsweise Schiffe oder Flugzeuge immer wieder auf mysteriöse Art und Weise verschwinden und dann manchmal ganz woanders wieder auftauchen. Aber wusstet ihr, dass wir mitten in Europa ein Mysterium haben, welches gleich beide Phänomene vereint? Also ein gruseliger Wald, der gleichzeitig als eine Art Bermuda-Dreieck fungiert? Die Rede ist vom Hoia-Baciu-Wald, mitten in Rumänien. Rumänien. Das ist ja sowieso ein Land vieler Mysterien und Legenden. Es gibt dort viele dichte Wälder, mittelalterliche Burgen und es ist das Heimatland von Graf Dracula, dem bekanntesten Vampir der Welt. Insbesondere Transsilvanien, also ein bestimmtes Gebiet in Rumänien, strotzt somit nur so vor gruseligen Mythen und unerklärlichen Phänomenen. Und genau in diesem Gebiet liegt er, unser Wald, um den es hier gehen soll. Der Hoia-Baciu gilt für viele als der gruseligste Wald der Welt. Und genau deshalb wollen wir uns die dort erlebten Phänomene einmal genauer anschauen. Doch zunächst ein paar Fakten zu diesem schönen Stückchen Erde. Der Hoia-Baciu liegt in der Nähe der Stadt Cluj-Napoca. Offiziell gilt er als Erholungs- und Wandergebiet. Er ist ca. 295 Hektar groß und ist ein Mischwald, in dem sich Buchen, Eichen, Erlen und Birken finden. Seine Bäume haben dort jedoch teilweise eine sehr außergewöhnliche Form, denn sie sind sehr krumm gewachsen, fast wie in einem Fantasy-Film. Die Menschen in Transsilvanien fürchteten sich schon seit jeher vor diesem Wald, nutzten ihn aber dennoch vor allem als Jagdgebiet. Nicht verwunderlich also, dass die Einheimischen bis heute immer wieder gruselige Dinge über diesen Wald erzählen. Doch von vorn. Erste Gruselgeschichten über den Hoia-Baciu gibt es wohl schon seit den 60er Jahren, denn seinen Namen verdankt der Wald einem Schäfer, der eines Tages mit seinen 200 Schafen in den Wald gegangen sein soll und von diesem Moment an nie wieder gesehen wurde. Er wollte von der einen zur anderen Seite des Waldes zu einem Weidegrund gehen. Niemand weiß, wohin der Mann verschwunden sein könnte, vor allem nicht mit einer so großen Tierherde im Gepäck. Allerdings gibt es keine Angaben darüber, wann sich dieses Ereignis zugetragen haben soll, sodass das Ganze vielleicht als eine urbane Legende gehandelt werden kann. Offen ist außerdem, ob nach dem Verschwundenen gesucht wurde, beziehungsweise ob es tatsächlich keine Spuren dazu gibt. Urbane Legende hin oder her, es ist der Anfangspunkt eines Mysteriums, das von hier an seinen Lauf nahm. Denn in den letzten 50 bis 60 Jahren tauchten nun immer wieder Berichte über paranormale Erscheinungen und Ähnlichem auf. Viele, die den Hoia-Baciu betreten, fühlen sich von diesem Zeitpunkt an extrem unwohl und beklemmt. So als würde sie jemand beobachten oder sogar verfolgen. Spaziergänger berichteten davon, dass ihnen übel und schwindelig wurde oder sie Panik überkam. Gefühle, die sie teils tagelang verfolgten, bis hin zu psychischen Veränderungen. Kompassnadeln sollen an diesem Ort verrückt spielen. Menschen beobachteten an sich Verbrennungen, Kratzspuren, merkwürdige Hautausschläge oder ähnliche Verletzungen, für die sie keine Erklärung fanden. Und diese Art von Verletzungen kann dort auch an den Bäumen beobachtet werden. Denn manche Bäume sollen beispielsweise verbrannte Äste haben, obwohl es im Hoia-Baciu noch nie gebrannt hat. Doch auch die klassischen Gruselberichte gibt es immer wieder. Gespenstische Stimmen, merkwürdige Lichter, Gelächter und leuchtende Augen, die zwischen den Bäumen auftauchen, sollen hier zu sehen und zu hören sein, ebenso wie Gesichter und Schatten, die sogar auf einigen Fotos undeutlich zu sehen sind. Auch von anderen gruseligen, monsterähnlichen Sichtungen ist die Rede, etwa von Vögeln mit Hundeköpfen. Doch scheinbar kann man den Berichten nach froh sein, aus dem Wald überhaupt wieder herauszukommen. Denn mittlerweile gibt es nicht mehr nur den verschwundenen Schäfer, sondern es sollen mehrere Menschen in den Wald gegangen sein, dann für einige Zeit verschwunden und nach einer gewissen Zeit einfach wieder aufgetaucht sein. So glauben viele, dass der Wald ein Tor zu einer anderen Dimension bzw. eine Art Zeitportal ist. Deshalb bekam der Wald auch den Beinamen Bermuda-Dreieck von Europa. Als Beispiel ist ein 5-jähriges Mädchen benannt, die im Wald wanderte und plötzlich nicht mehr zu sehen gewesen sei. 5 Jahre später tauchte das Mädchen in den gleichen Kleidern wieder auf. Sie sei in der Zeit nicht gealtert. Allerdings hatte sie keine Erinnerung, was in der Zwischenzeit geschah. Eine andere Frau war nur für kurze Zeit verschwunden und hatte, als sie wieder auftauchte, eine Münze aus dem 15. Jahrhundert in der Tasche. Solche und ähnliche Berichte finden sich auf verschiedenen Blogs. Man sagt, dass nur diejenigen verschwinden, die den Wald mit bösen bzw. negativen Gedanken betreten. Merkwürdig ist auf jeden Fall der kreisrunde Platz, der sich mitten im Wald befinden soll. Er ist frei von jeglicher Vegetation und manche behaupten, dass der Platz definitiv nicht von Menschenhand angelegt wurde. Es wird deshalb erzählt, dass dies ein Landeplatz für UFOs sei und dass es aufgrund radioaktiver oder fremder Strahlung dort keine Vegetation gäbe.
Andere Mutmaßungen besagen, dass dieser kreisrunde Platz das Portal ist. Denn es gibt noch ein relativ wichtiges Ereignis in Bezug auf den Wald. Im Jahr 1968 schrieb der Militärtechniker Emil Barnea einen Bericht, in dem er beschrieb, ein UFO über dem Heuabachio gesichtet zu haben. Dieses hatte er fotografiert. Auf den Bildern ist ein ringförmiges Objekt über dem Wald schwebend zu sehen. Ob die Fotos echt sind, kann man bis heute nicht mit Sicherheit sagen. Doch es soll mittlerweile mehrere UFO-Sichtungen in diesem Gebiet gegeben haben, teilweise auf Fotografien festgehalten. Legenden besagen, dass ein ehemaliger rumänischer Diktator bis Ende der 1980er Jahre in dem Wald ein militärisches Sperrgebiet errichtete, bei dem es darum ging, dass die Soldaten etwaige angreifende Außerirdische abwehren sollten. Parapsychologen gehen außerdem davon aus, dass in dem Wald früher rumänische Bauern ermordet wurden, deren Seelen seitdem in dem Waldgebiet gefangen sein sollen. Einen Beweis für solche paranormalen Erscheinungen gibt es selbstredend noch nicht. Sicher ist nur, dass bereits in den 60er Jahren der Biologieprofessor Alexandru Sift die unerklärlichen Phänomene dort untersuchen wollte. Er nahm jede Menge Fotos auf und dokumentierte seine Erlebnisse. Nach seinem Tod 1993 verschwand ein Großteil seiner Bilder spurlos, bis auf einige wenige, die seitdem der Chemieprofessor Adrian Patrot besitzt, da er die Forschungen von Sifts fortsetzt. Er geht davon aus, dass es für all dies eine wissenschaftliche Erklärung gibt, die man bislang einfach nur noch nicht entdeckt hat. Natürlich gibt es auch Stimmen, die davon ausgehen, dass all die Geschichten um den Heuabachio eine Art Werbung von der Tourismuswirtschaft seien, um Urlauber in die Region zu locken. Ich denke, das ist eine Betrachtungsweise, die aber erst in unserer Zeit Sinn macht. Als diese Geschichten ihren Ursprung hatten, spielte Tourismus nur eine untergeordnete Rolle, zumal sich solche Geschichten in diesen Zeiten ohne Internet oder ähnliches kaum verbreiteten und auch nicht auf so interessierte Ohren stießen. Vielleicht werden die Geschichten als eine Art Warnung genutzt, denn auch wenn es bislang unbestätigte Phänomene sind, so stimmt es dennoch, dass sich viele Spaziergänger in diesem Wald wirklich unwohl und beklemmt fühlen. Mit seiner dichten Atmosphäre, den merkwürdigen Bäumen und dem Nebel, der sich zeitweilen durch den Wald zieht, kann einem hier schon mulmig werden. Ob hier wirklich jemand beobachtet wird, kann natürlich niemand mit Bestimmtheit sagen. Ein solches Gefühl kommt meiner Erfahrung nach in einem Wald immer sehr schnell auf, vor allem wenn man sich auf solche Gedanken einlässt. Allerdings kann die körperlichen Verletzungen der Spaziergänger bislang wirklich niemand erklären. Tatsächlich ruhelose Seelen, die hier spuken? Oder Außerirdische, die sie zu Experimentierzwecken entführten? Wer weiß. Von der heutigen Regierung Rumäniens scheint der Wald nahezu gemieden zu werden. Man überlässt ihn der Natur ohne großartige Pflege durch irgendein Forstamt. Selbst um den Wald herum ist es erstaunlich menschenleer, obwohl es dort optimalen Baugrund gäbe. Alles, was ich euch dazu sagen bzw. raten kann, solltet ihr jemals einen solchen Ort betreten, macht das wenigstens nicht allein und nehmt euch ausreichend Zeug zum Überleben mit. Denn ob dort nun irgendwas spukt oder was auch immer, in so einem großen Wald kann man sich auf jeden Fall hervorragend verlaufen. Laut den Erzählungen sollte man sich außerdem eine Karte des Gebietes mitnehmen, denn oft funktionieren elektronische Geräte wohl nicht oder spielen verrückt. Mich würde interessieren, wie ihr das Ganze abschließend bewertet. Warum wurden solche Geschichten von den Einheimischen erzählt? Werbung? Zum Schutz? Oder um den Leuten Angst zu machen? Ich hoffe, euch hat das Thema gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir hören uns in einem der anderen Videos wieder. Tschüss, bis dahin.